wieder einmal herzlich willkommen bei den Old Kids. Hier ist wieder der Paul und wir spielen heute das dritte Level von Descent. Wir befinden uns erneut im Mondorbit, im Lunarorbit und versuchen eine Mine von grässlichen Robotern zu befreien. Ja, jetzt muss ich ehrlich sagen, dass ich mich schon gar nicht mehr an die Umgebung erinnern kann. Das sind doch ganz andere Türen. Und da kommt auch schon der erste fette Frosch. Zumindest finde ich immer, dass diese dickeren grünen Roboter genauso aussehen wie grün. Machen wir mal ein bisschen vorsichtiger. Der erste Hinterhalt auch gleich. PTMC. PTMC. Das wird wohl der Name unserer Organisation sein. Hätten wir uns doch mal die Missionstexte besser durchgelesen. Na gut. Was haben wir eigentlich hier durchgesehen? Lava. Gut. Ja, wir sollten mehr auf Hinterhalt achten, wie ich gerade feststelle. Aber dadurch können wir die paar Raketen hier einsammeln. Ja, hier geht's auch runter. Ja, die Raketen haben uns bis jetzt noch nicht so viel gebracht. Fand ich. Ui. Also man sieht, es gibt hier auch richtig große Räume. Nicht immer nur diese kleinen. Gut, wir hatten schon einen größeren Raum im letzten Level mit den vielen Türen. Blauer Schlüssel ist benötigt. Ah. Sehr schön. Eine Warnung, wir können den Text darunter nicht lesen. Na gut. Gehen wir doch erstmal voll geradeaus. Ja. Wow. Das klang gerade sehr, als wenn wir dem Roboter über den Lack gekratzt hätten. Na, hier kommen sie aber. Jeder Ecke. Gut, dass wir schneller sind als den Irre. Feuerbälle. Oder mit was auch immer die schießen. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu den anderen Leveln ist das hier mal ganz anders gestaltet. Größere Räume, Seele. Ah, ich glaube, wir sind wieder am Anfang. Ja. Gut. Dann machen wir das nochmal genauso und gehen hier aber geradeaus. Noch eine Rakete. Nutzen wir die doch auch mal. Oh. Ah, die Raketen fügen sogar Flächenschaden zu und haben mich gerade mitgetroffen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Jetzt sind wir wieder in dem Raum, dann machen wir es einfach da weiter. Also. Hinter mir sind auch noch welche. Wo ist denn das? Ein Spreader. Oh, da braucht auch viel Energie. Und schießt abwechselnd senkrecht und waagerecht die Schusszeilen ab. Zum Glück nicht wieder ein Pink. Aber jetzt müssen wir wirklich aufpassen mit unserer Energie. Die neigt sich nämlich schon langsam dem Ende zu. Mit 42. Der blaue Schlüssel. Da haben wir ihn. Ist hier noch ein Geheimgang? Nur Warnschilder mit unleserlichen Symbolen drauf. Ah, wir können die Türen auch mit dem Leuchtfeuer öffnen. Das ist gut zu wissen, da sparen wir bestimmt ein bisschen Energie. Oh. Mal ein sehr enger Gang ohne Platz zu ausweichen.
erstmal hier, während die sich dort beschießen. Oder doch nicht. Also die Waffe ist nicht schlecht. Haben wir ihn vergessen? Tatsache. Ich habe nur Schießen im Hintergrund. Ich glaube, wir stehen gerade auf dem Kopf. Oh, der auch. Ein sehr unangenehmer Hintergrund. Ich kann die Fahrzeuge fast nicht unterscheiden von der Wandtextur. Wie geht's zur Energie? Oh. Mit denen jetzt aufsammeln? Gut. Behalten wir unseren tollen Laser. Wenn wir den verlieren, denke ich, werden wir aber auf den Laser 2 dann zugreifen. Ich würde fast sagen, wenn ich mich jetzt mal um 180 Grad drehe, denke ich, dass wir hier vorhin schon gewesen sind und nach unten geflogen sind zu den schießenden Kumpanen. Das hier ist wohl alles der gleiche Bereich. Und wir kamen dann wohl von hier. Nein, wir kamen nicht von hier. Meine Güte. Oh, noch ein Schlüssel. Sehr interessant, das wusste ich ja noch gar nicht. Anscheinend haben sich diese beiden Räume gerade aufgetan. Als wir den Schlüssel eingesammelt haben, es gibt sogar geskriptete Ereignisse anscheinend, in dem Feinde die Wände durchbrechen. Ah! Na, ihr drei? Ha! Anscheinend war da mal mehr, so viel Blut, die wieder an Wänden klickt. Dann nehmen wir euch mal mit. Fragt sich, wie ihr bei dem kleinen Raumschiff drinnen sitzen könnt. Ist ja nun doch nicht das Größte. Was ist denn das? Ein Teleporter, in dem unendlich viele neue Raumschiffe erscheinen. Das ist natürlich mies. Da geht uns ja irgendwann die Energie aus. Ah, der Ausgang. Der wird uns sogar grün hervorgehoben, wie man da sieht. Das heißt, der Generator ist hoffentlich nicht weit. Ich denke mal, ja. Und wir müssen dazu noch durch diesen Raum voller kleiner, immer neues Bomber. Oh, böser Mini-Roboter. Oh, ein neuer Gegner, Alter. Na, der war aber nicht gerade kompliziert. Der war ja mit ein paar Schuss erledigt, der braune Waldfrosch. Wenn ich ihn mal so nennen kann. Ein extra Leben. Ah, so sieht das also aus. Guck mal nochmal schnell nach Geheimgängen, während der Turm nach uns ballert. Und ob es hier unten noch weitergeht, bevor wir uns dann verfliegen. Das wäre sehr peinlich. Ah. Gut, wir müssen also nur der Spur aus neuspawnten Robotern folgen. Dann nehmen wir doch jetzt mal Raketen. Und zerstört. 45 Sekunden und der Weg wird immer weiter. Und hier sind natürlich schon viele neue gespawnt. Und noch ein Laubfrosch. Uiuiui. Der schießt mit Raketen. Würde fast meinen, er hat jetzt mehr ausgehalten. Noch zwei Raketen eingesetzt. Ein Schild. Ja! Und dann flugst los. Und wir haben es geschafft. Das dritte Level von Descent. In einem cinematischen Abgang fliegen wir aus der Mine. 42.690 Punkte. Ich wäre ja wirklich mal glücklich, wenn mir jemand sagen könnte, ob das viel oder wenig ist. Aber na gut, wir haben es geschafft. Und wir schauen uns noch schnell an, wo es das nächste Mal hingeht. Ah, endlich weg vom Mond. Es geht zur Venus.
auf die Orbitalstation Macquarie. Na dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.